Nächster Tag, nächster Schritt. Wir bringen jetzt die Wassersäulen an, beziehungsweise hier kommt eine hin. Aber ich habe da mal was vorbereitet. Eine hängt schon und das sieht geil aus. Juhu! Es hat funktioniert. Ja. Ich bin doch irgendwo Handwerker. So 2%. Hat aber geklappt. Ich würde sagen, wir bringen die zweite an. Dann machen wir Löcher für die Stromzufuhr. Und dann kann man mal testen. Ja, Mann, endlich. Es geht voran. So, die ersten Kabel ragen hier hinterm Studio heraus. Ist das nicht toll? So, Freunde, wir haben es geschafft. Die Säulen sind dran. Die Technik ist auch durch die Wand angeschlossen. So, wie gesagt, das wird hier alles verkabelt und schick gemacht. Ja, also ich werde mir Verlängerungskabel holen und alles. Die werde ich dann hier schon drauf batzen bzw. kleben. Oder je nachdem, gucken wir mal, dann schrauben. Und das wird alles sehr schön aussehen. So, und jetzt klappen wir mal die Wand zu, beziehungsweise so ein bisschen. Und stecken mal eine Säule ein. Komm, wir gucken einfach mal, ob sie auch funktioniert. Ist jetzt nur eine und da ist auch kein Wasser drin, deswegen nicht wundern. Machen wir mal kurz zu. So. Und was soll ich sagen? Es ist dran. Es funktioniert. Und das war eben das Ziel, dass man eben keine Kabel sieht, gar nichts, nichts an Technik, sondern einfach nur, dass die Illusion perfekt ist. Und ich glaube, sie ist perfekt. So, nächster Schritt ist, dass ich die Säulen jetzt ein bisschen verkleide mit Theming. Mal gucken, was ich draus mache. Ein paar Ideen habe ich auf jeden Fall. Lass es mich mal versuchen und dann sehen wir uns das Endergebnis nochmal an. Aber auf jeden Fall, ich bin mega stolz, wie man sieht. Lackierung auch top. Ne? Meine ersten Lackierversuche im Leben. So, hier ist das fest. Sollte fest sein, ja. Ist auf jeden Fall fest. Kommt ja auch nicht so viel Wasser rein, deswegen mache ich mir da weniger Sorgen. So, alles klar. Theming jetzt der Säulen. Und danach melde ich mich wieder. So, ein bisschen Theming-Objekt habe ich jetzt dran getan, aber wir müssen so langsam einpacken, weil wir gleich wieder zurück, ja, zur alten Bude fahren und da weitermachen müssen. Und ja, Endergebnis bis jetzt ist aber noch nicht festgemacht, sondern nur als Probe. Ich glaube, das geht klar, oder? Würde ich schon sagen, das sieht auf jeden Fall schon sehr hammer aus. Wie gesagt, das ist noch nichts geklebt oder so, das ist nur gesteckt gerade. Aber ja, das sieht schon sehr gut aus, sage ich mal. Mega gut, Alter. Ich freue mich mega. Ja, es kommt immer näher. Das fertige Produkt kommt immer näher. Und wie gesagt, für heute glaube ich, also das Video geht ja eh jetzt weiter für euch, aber für uns ist für heute jetzt erstmal Feierabend. Wir müssen zusammenpacken und wie gesagt noch ein bisschen fahren. Ja, aber ansonsten, wie ihr seht, es nimmt Form an, es nimmt Farbe an, es nimmt Technik an, es wird bunter, es wird spektakulärer. Ja, und wie gesagt, da liegen schon ein paar Rohre, die fertig gestrichen sind, beziehungsweise lackiert sind. Draußen liegen schon die nächsten. Also auf jeden Fall geht es ja mega schnell voran. Und ja, mega gut. Ich freue mich drauf. So, auf jeden Fall. Wir sehen uns gleich im nächsten Schnitt. Keine Ahnung, wie weit wir dann schon sind. Aber bei unserem nächsten Besuch kommen schon die ersten Möbel. Das heißt, ich glaube, das Schlafzimmer wird eingebaut und das Kinderzimmer. So, und dann müssen wir weiter gucken, wann die Küche kommt und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall, wir sind jetzt erstmal fertig für jetzt und wir sehen uns im nächsten Schnitt wieder. Und die Baudoku, die ist ja echt lang. Mal gucken, ob ich einen Mehrteiler draus mache oder alles zusammen. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist das schon sehr gut, was man hier sehen kann. Sehr geil. Wir sehen uns dann im nächsten Schnitt. Tschö, oder im nächsten Video. Keine Ahnung, wie ich das schneiden werde. Wir sehen mal. Oh. Es ist ein neuer Tag, Freunde. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Schon wieder. So.
jetzt ist es soweit. Ich werde den Rahmen für unser Luftschiff anbringen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich hoffe, ich kriege das gerade hin. Ich hoffe vor allen Dingen, dass das alles auch richtig zusammenpasst. Gucken wir mal, vielleicht ist ja ein oder zwei Zentimeter zu wenig oder zu viel. Wir müssen mal gucken. Aber wir können das ja fix mit Farbe. Das ist gar kein Problem. Deswegen, ich werde es versuchen. Wir kleben das Ding jetzt an und gucken, wie es am Ende aussehen wird. Ich bin sehr gespannt. Wünscht mir Glück. Okay, Freunde, es tut mir leid, ich habe mich jetzt länger nicht mehr gemeldet, aber es hat den Grund, weil man, wenn man einmal angefangen hat, dann ist es halt schwierig aufzuhören und dann die Kamera in die Hand zu nehmen, es tut mir leid. Aber die Doku ist ja eh lang genug schon mittlerweile, deswegen ist ja gar kein Problem. So, ich drehe mich mal kurz zum Werke und wie man sieht, von weitem weg sieht das schon mal ganz gut aus. Es sieht schon mal ganz gut aus, so. Außerdem haben wir halt noch ein kleines Special, was wir auch schon zwischendurch eingebaut haben, beziehungsweise ich. Und zwar passiert jetzt... Oh, falsch. Und zwar passiert jetzt Folgendes. So. Hast du gesehen? Okay. Wir haben LED drin. Wir haben das Ding dran gemacht. Aber jetzt kommen wir zu den... kleinen Fehlern, die passieren. Die passieren aber immer, auf jeder Baustelle passieren diese Fehler. Und zwar, wie du hier siehst, ich zoome mal ran, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Hier ist es halt nicht so ineinander verschmolzen, so wie ich es gerne hätte. Leider. Warte mal, ich mache mal kurz LED wieder aus, sonst sehen wir gar nichts. Warum habe ich jetzt zwei LED-Fernbedienungen in der Hand? Ich weiß es gar nicht. Aus! So. Genau, jetzt erkennt man es ein bisschen besser. So, hier sieht man, ist es nicht bündig. Ja, es liegt halt daran, dass es Styropor ist. Styropor ist nicht immer gleich, habe ich jetzt mal festgestellt. Dann haben wir noch so ein paar kleine Eckfehler. Ja, hier zum Beispiel sieht man auch, hat es leider nicht mehr gereicht, weil ich oben angefangen habe, bündig zu kleben. Ja, mit der Tapete. Aber unten, siehst du dann, ist halt noch ein bisschen Platz. Aber das ist gar kein Problem, das decken wir alles ab noch mit Farbe, sodass es gar nicht auffällt. Dann haben wir hier das nächste. Hier ist es auch wieder nicht bündig, irgendwie voll komplett schief, ich weiß nicht warum. Eigentlich haben wir alles richtig abgemessen und pipapo. Genau. So, da das Bild jetzt mehr als 5 Meter Rahmen beinhaltet und wir nur eine 5 Meter LED-Band haben zur Verfügung, habe ich das jetzt so geklebt, ja. Hat den Grund, weil wenn man jetzt zum Beispiel hier steht oder sitzt oder isst oder was auch immer was macht, dann leuchten diese LED oder dieses LED-Band unten mitten in deine Fresse. Ja, das heißt, du wirst geblendet. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich tatsächlich noch ein bisschen LED dazu gekauft habe und da dran geklebt habe mit ein paar Blenden. Weiß ich gar nicht. Sehen wir ja jetzt am Ende des Videos wahrscheinlich. Aber... müssen wir mal gucken. So, das ist Stand jetzt. Soll ja eigentlich ein Fenster sein.
Ich hoffe, das kommt auch so rüber wie ein Fenster. Ansonsten müssen wir halt noch gucken, wie wir das optimieren, dass es halt wirklich wie ein Fenster aussieht. Aber ansonsten sieht das schon ganz gut aus. Ich finde das schon ganz gut. So, jetzt fehlt natürlich noch, was fehlt noch an den Schrauben? Na, wer weiß es? Was kann der Andi gut? Natürlich, Ranz. Ranz an die Schrauben ein bisschen mit einem Pinsel anpinseln. Das kann ich natürlich ganz gut. Das werde ich jetzt auch gleich versuchen. Dann machen wir jetzt die nächste Aufgabe, bevor ich Ranz mache, ist den nächsten Rahmen. Das ist jetzt XXL-Rahmen. Und aber hier machen wir den nächsten halt für unseren Monitor an der Studiowand. Den habe ich jetzt versucht so zusammenzukleben, sodass es eben wie eine Schweißnaht aussehen soll am Ende. Kommt dann da dran, gucken wir mal, ob das hält. Ich bin zuversichtlich, beziehungsweise auch nicht. Es läuft ja eh alles schief hier, von daher ist das gar kein Problem. Aber ja, wie gesagt, dieses Projekt haben wir für heute erstmal fertig. Und das mit den LEDs müssen wir noch gucken, ob wir da was dazu holen oder halt nicht. Oder ob das schon ausreichend ist. In meinen Augen ist das schon ein geiler Effekt. Und ja, auf der Kamera ist das halt echt anders als in live, sehe ich gerade. Aber egal, machen wir weiter. Nächstes Projekt, Rahmen. Machen wir auch wieder ein bisschen Schrauben. Und das Ganze sprühen wir goldig an. Und ja, erstmal Ranz, Gold und gucken wir weiter, wie weit wir kommen heute überhaupt. Juhu, endlich, der Rahmen ist dran. Nach Jahren. Sehr geil, Luftschiff Ahoi. Hi Leute, ich grüße euch. Ich habe ein bisschen vergessen zu filmen die letzten zwei Tage. Es tut mir leid, ich habe zwei Tage die Kamera leider in eine Ecke verstauben lassen. Weil es war einfach zu viel zu tun. Wir hatten Hilfe bekommen, wir haben jetzt Möbel bekommen. Das heißt, es war einiges los hier auf der Baustelle. Aber mittlerweile ist es wirklich wohnlich geworden. Man kann tatsächlich schon mal sagen, jetzt könnte man hier, naja, wohnen. Ne? Aber wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Wir haben ja noch die andere Wohnung, die muss ja auch noch deaktiviert werden. Und hier muss es aktiviert werden. So, aber ich zeige euch so, was mittlerweile passiert ist. Wir stehen gerade im Schlafzimmer. So, hier sind die Möbel gekommen. Natürlich nicht zu vergessen mit Beleuchtung. Nee, aber auf jeden Fall, das sieht doch schon mal gut aus, oder? Ich meine, es passt auf jeden Fall mit dem Grün. Wusste ich gar nicht, aber es beißt sich nicht. Es ist eigentlich sehr gut. So, haben wir hier noch einen Spiegelschrank. Den wollen wir eigentlich draufhängen, aber leider hat es noch nicht so funktioniert. So, jetzt bin ich mir unsicher, ob ich die Beleuchtung schon gezeigt habe in die Kamera. Ich weiß es gar nicht. Aber ja, das sind die Spots, die kommen dann oben dran, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Ne? Also, dann haben wir ja Badezimmer, da hat sich eigentlich nichts verändert bis jetzt. Es fehlt immer noch die Toilette. Aber es ist auf jeden Fall schon sauberer geworden und verfugt ist es auch schon. Hashtag danke Klünter. So, und es leuchtet. Das ist wunderbar. Alles klar, dann hätten wir die Baustelle gezeigt. So, dann haben wir... Hier auch noch zwei weitere Beleuchtungselemente. Die hängen jetzt halt ein bisschen traurig von der Decke runter, aber das ist ja noch nicht fertig. So, dann kommt jetzt das teuerste Schmuckstück in dieser Wohnung. Und das Ding ist sau cool, Leute. Ja, weißt du, Hauptsache ein Tablet dran, weißt du? Hallo. Nee, aber das ist schon, das ist heftig. Also, das ist größer als mein komplettes Leben, dieser Kühlschrank, ja. Aber das gönnen wir uns jetzt mal. Ich meine, man lebt nur einmal, Leute. Und wenn man es kann, tut man es einfach. Und dann gönnt man sich halt so ein Riesenteil. Ja, das ist hier mit Wasseranschluss. Ja, es kommt direkt gefiltertes Wasser raus. Das ist gar kein Problem. Hier ist zwar eine Delle, aber die ist nur von dem Protection-Folien-Ding. Da ist also nichts dran, Gott sei Dank. So. Ne, also das ist hier, also hier ist Stauraum ohne Ende, Leute. Guck mal, ich lege mal meine Hand rein. Die passt komplett hier rein. Das ist unfassbar. Das ist mega gut. Ne, das ist alles von Samsung und wie gesagt mit Wasserfilter. Mega krass. Haben uns einfach mal gegönnt. Man lebt nur einmal, Leute. Gut, so. Weil gerade leben wir nur noch mit dem Kühlschrank. Ne? Überlebensnotwendig, Alter. So, und jetzt gehen wir ins Wohnzimmer. Da hat sich auch einiges getan. Oh oh, oh oh, guck mal. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob ich, doch die Beleuchtung habe ich schon gezeigt.
So, hier haben wir ein Themenobjekt, das habe ich mir zusammengeschustert. Sieht auf jeden Fall cool aus. Das kommt da in die Ecke, da hinten, und wird auch schön beleuchtet. Beziehungsweise da kommen auch Themenobjekte rein, die passend zum Steampunk-Thema sind. Und außerdem auch hier zwei Achterbahnräder. Speed of Snake ist die große, die kleine kann ich euch gerade echt nicht sagen. Da muss ich nochmal nachfragen, was das war. Wie gesagt, Achterbahnräder weiß ich jetzt nicht so genau. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus mit den beiden Exemplaren. Die habe ich einfach mal geschenkt bekommen. Danke nochmal dafür. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt Folgendes vor. Ah ne, hier, warte mal. Für den Monitor habe ich jetzt auch schon einen Rahmen quasi fertig gemacht. Der muss jetzt nur noch lackiert werden. Den machen wir Gold. Ne, mit ein bisschen Rand, ist ja klar. Hier haben wir ein paar Zahnräder, die kommen auch die Tage noch dran. In 3 Tagen oder so kommt eine Lieferung mit 2 Motoren. Und die werden dann hier installiert, sodass sich die Zahnräder dann auch drehen können. Und ich endlich meine Verrohrung an die Wand bekomme, damit das Ganze auch ein schönes Bild ergibt. Ne, aber das ist jetzt so der Stand. Dann hat man hier vielleicht schon gesehen. Haben wir so ja, Beleuchtungselemente. Auch im richtigen Thema. 2 Stück von denen. Und oben auch ein Highlight, eine Spinne. Das sieht wirklich aus wie eine Spinne, wenn man weiter weg geht. Das ist mega ekelhaft, mega gut. So, aber guck mal, die Decke kommt gar nicht mehr so braun rüber. Eigentlich, also die Decke ist eigentlich Mochaccino, Cappuccino braun und nicht weiß. Aber guck mal, das Zimmer hat es geschafft, diese Decke weiß zu kriegen. Das ist so krass, Alter. Das sieht einfach weiß aus. Aber das ist wirklich, das ist eine braune Decke, Leute. So, ja, das ist Stand jetzt. Und hier, wie gesagt, kommen auch so Birnchen rein. Die kennt ihr wahrscheinlich alle, diese Philips-Birnen. Ne? Passend zum Thema, 6 Stück hier in die Mitte. Und dann noch 2 jeweils in diesen Rohren. Und die werden alle auch steuerbar sein über Smart Home-Elemente. Das ist auf jeden Fall gut. So, nächstes Ding, da lasse ich euch mal teilhaben. Befüllen wir die Wassersäulen mit Wasser, destilliert natürlich, weil Verkalkungen kann ich mir jetzt hier nicht leisten, sonst müsste ich die Kacke wieder ausbauen, das wäre ein bisschen doof. Aber auf jeden Fall Wassermarsch, ich lasse euch ein bisschen teilhaben dabei und würde sagen, let's go, wir gucken uns das mal an. Ich bin mega gehypt und gespannt, wie das aussehen wird. Oh mein Gott, Leute, es geht los. Ich muss Jenny suchen, die soll jetzt mal filmen. Wie sieht das aus? Mega geil. Komm mit. Ein bisschen mehr. Alter. Aber die Kamera bringt das überhaupt nicht so rüber, wie es in echt aussieht. Guck mal. Sieht in echt viel krasser aus. Aber das sieht jetzt auch schon hammermäßig aus. Geil. Wer hätte gedacht, dass eine Säule nur 15 Euro kostet? Ja. Ja, so sieht's aus, Leute. Man muss halt Ideen haben. Hellweg. So, nee, aber auf jeden Fall, also das ist, boah. Ta. Jawohl, Alter, das sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war eine gute Idee. Das war ein Geistesblitz. Oh, ich hab eine Idee. Und tada, Idee ist umgesetzt. Wie gesagt, hier kommen noch ein paar Feinarbeiten. Warte mal, ich rede mal kurz über die Musik, weil die ist GEMA-Musik. Nicht, dass hier alles Kaka sein wird mit der Dokumentation. So. Wie gesagt, hier kommen noch ein paar Feinarbeiten, weil hier fehlen auch noch 2
ja, 90 Grad Winkel Rohre, ne, so wie hier oben. Und wir wollten ja noch, also ich wollte eigentlich hier noch so ein Gegenstück machen, quasi das da, so dass wir das immer schon einstecken können und als wäre nichts passiert. Und das Ganze machen wir unten auch nochmal. Das heißt, wir müssen wieder in den Baumarkt und ein paar Sachen besorgen. Aber auf jeden Fall, man sieht, es funktioniert. Die Idee hat einfach mal funktioniert. So Leute, das Studio wächst und wächst und gedeiht. Du leider nicht mehr, ne? Die Zeit ist rum. Jetzt hast du mir den Witz genommen, toll. Ja, aber hier, das, guck einfach mal das Zusammenspiel von den ganzen Sachen hier, den ganzen Elementen. Also das ist schon heftig, Leute. Das ist... Ich muss gleich weinen. Tja. Weil wir es können. Einfach, weil wir es können. An alle Hater, ne? So sieht's aus. Jeder kann das auch machen. Also von daher gar kein Problem. So, ich würde sagen, wir begeben uns jetzt zum nächsten Projekt und das wäre was, Schatzi? Der Flur. Oh ja, oh, das wird auch ein Highlight werden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann Baustelle Nummer 71 hier im Parktube Freizeitpark. Und wie gesagt, wir lassen mal hier die Luftbläschen arbeiten, ne, damit sich das hier alles eingewöhnt, natürlich. Ne. Die Luftbläschen müssen sich ja auch an die neue Umgebung gewöhnen. Ja. Das ist halt so. Fragt einfach nicht, das ist so. So, und ich würde sagen, let's go. Nicht Schlafzimmer. Flur. Warte mal, ich wollte noch, an der Küche habe ich schon gezeigt, aber das Größenverhältnis. Ach, würde ich gerne prüfen. Komm. Wie viele Jennys passen da rein? Ne, ich feiere den Kühlschrank einfach, mein Gott. Ja, so hoch ist er jetzt nicht. Ja, aber... Ich dachte schon, dass der höher sein wird. Der ist so groß wie ich. Aber ich passe rein. Ja, ich passe auch rein. Ich passe da locker auch zweimal rein. Ja, aber am besten in die Seite hier, ist ja schön kalt. Ja. Kommt auch noch alles. Ja. Eigentlich müsstest du jetzt so fette Goldketten tragen und dann so eine Bling-Bling und jo, das ist mein Shit hier. Nee, aber man lebt nur einmal, man gönnt sich's halt einfach mal. Ne? Also, jetzt Flur. Freizeitpark läuft. Der einzige Raum, der fertig ist, ist Kinderzimmer. Ja, Kinderzimmer ist fertig. Sollen wir jetzt auch mal reingehen oder ist es Privatsphäre? Du? Komm. Ja, schon dabei sind. Das Kinderzimmer. Ja, ganz fertig noch nicht. Hier wollen wir auch was zeichnen. Michael Jackson oder so hat, keine Ahnung. Ja, im Großen Ganzen. Ja, aber das ist ein altes Kinderzimmer hier. Also, sie hat mal meine Möbel bekommen. Ja, schön. Ganz wichtig, Leute, ne? Ja, MAC-Produkt ist überall vertreten. Okay, Flur. Und dann gucken wir mal. Sehr geil, sehr geil, sehr geil.